My claim seven magic mystery awesomeness. Ich bin wieder am Start. Nice. Was ein Feeling. Was ein Feeling. Wir haben jetzt 1.50 Uhr. Das wird natürlich keiner mehr mitbekommen. Wir haben Sonntag, haben wir jetzt schon. Alles klar, das ist interessant. Und ja, also mein kleines Update von mir. Ich mache das hier wahrscheinlich als Aufzeichnung, so dass man das dann auch in YouTube hat. Jo, also die Zeit war wild. Die Zeit war wild. Also es war ja so, dass bei mir das Elektroniknetz wurde neu gemacht. Das bedeutet hier bei allen Zimmern und so wurde wirklich alles getan, ohne Ausnahme. Und in der Zeit gab es Probleme mit meiner Mutter, dies und das, weil ihr geht es ja nicht gut, um das noch nett zu sagen. Und ich musste ihr dann ein Gästezimmer erstmal machen und so. Gott sei Dank hat der Vermieter denn kostenlos uns das zur Verfügung gestellt. Auch weil das ja schon krassere Arbeiten waren. Ja, die Zeit wurde gerade so überstanden. Wir mussten hier wirklich auch sehr viel rumräumen und so. Das war wirklich sehr, 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 sehr krass. Zusätzlich in den ganzen Tagen ist es auch passiert, dass mein kleiner Freundeskreis, also ich habe ja so einen Chor von Freunden im Real Life, online gilt jetzt nicht, und da waren wir jetzt immer zu viert und jetzt sind einfach mal zwei Leute gestorben, und zwar eine Freundin von mir, wo mehr war, und auch ein Freund von mir ist danach gestorben. Also vor knapp über einem Monat hat eine Freundin von mir das gehabt, was dieser Hugo in den Streams hat oder gehabt hat. So eine Art Herzschock oder so, Flash-Dingens, irgendwas war da halt. Und dann musste sie am Herzen operiert werden, dies und das. Und das Problem war dann aber auch, dass nach der Operation denn ein Infekt am Start war durchs nicht gerade so saubere Berliner Krankenhaus. Und daran ist sie denn letztendlich verstorben, was natürlich extrem einen Schock bei uns verursacht hat, weil sie war wirklich super in sämtlichen Belangen. Ich und sogar mein bester Freund hat denn sogar noch eine Einladung bekommen, wo sie noch gesagt hat in WhatsApp, gerade zwei Tage davor, yo, ich freue mich schon sehr, ich lade euch beide ein, bald werde ich aus dem Krankenhaus rauskommen und ihr kriegt denn den besten Kuchen überhaupt, weil ihr seid ja die wenigen VIPs, die da am Start sind und. Und ja, dann nach zwei Tagen später bekommen wir die Information durch ihre Freundin, dass sie verstorben ist wegen Krankenhauskeimen, dies und das. Und das war wirklich richtig krass. Also ihr wisst ja, wie Leute, die mich kennen, ich bin ja manisch-depressiv und habe eine Angststörung. Da könnt ihr euch vorstellen, dass dementsprechend das noch tausendmal härter reingekickt hat und so. Wie bei, wenn bei euch ein Familienmitglied stirbt oder eure große Liebe. Das ist wirklich damit zu vergleichen. Das war wirklich ein Teil der Familie, der dann wieder ging, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich unglaublich krass gewesen. Dann mache ich mal das Mikrofon hier besser. So, dann war es so, dass dann bei mir in der Platte habe ich einen von meinen besten Freunden, auch von dem Freundeskreis der vier dauerhaften. Und er lebt unten da und hat dann immer aus der Platte halt so rausgewunken, dies und das und so weiter. Und wir haben gemeinsam gegessen und Ausflüge gemacht. Letztes Jahr noch gemeinsam mit Roller gerollert, dies und das. Es war auch geplant, dass wir jetzt demnächst mit Boot fahren. Boot fahren
Und hat sich extra ein Schlauchboot gekauft mit Motor, also ein besseres schon. Und wir wollten den geilen Sommer verbringen, auch wieder natürlich mit Rollern und so weiter. Und ja, dann habe ich geschrieben, jo, was geht in WhatsApp. Ich habe die jetzt schon lange nicht mehr unten am Fenster hier gesehen und so weiter. Und sonst irgendwie ist halt okay. Dann kam keine Meldung. Dann habe ich nochmal geschrieben, ja, was ist denn jetzt los? Bist du verreist oder sowas, ne? Und dann kam auf einmal die Information, yo, hallo, ich bin's, blub, blub, die Tochter. Man kann das sehen bei mir auf X. Ich habe davon einen Screenshot gemacht. Kollege ist in Hospiz, ne? Liegt am Sterben. Und ich denke, was? Was? Ah, ich voll mit Gänsehaut und so, war wirklich vollkommen fertig. Denkt mir dann nur noch, what the fuck? Wie kann denn das sein? Oh, und total erschrocken und what the fuck? Ich bin denn danach denn, ich kann es noch immer nicht glauben. Ist ja erst vor ein paar Tagen passiert. Ich kann es noch immer nicht glauben. In knapp 2 Monaten 2 Todesfälle beim Freundeskreis ist uff. Ich komme denn in Hospiz rein und sein bester Freund wiederum ist neben dem Bett und sagt, ja, er schläft jetzt schon seit fast 28 Stunden. Es wurde schon gesagt, dass es Zeit ist zum Verabschieden. Also man ist ja im Hospiz sowieso nur wegen den letzten Tagen. Bei uns ist das hier in Woltersdorf übrigens. Es riecht schön im Grün und so. Das ist auch die Endstation der Straßenbahn in Woltersdorf, da wo die Brücke hoch und runter geht. You know what I mean? Ich kenne das ja, ich bin ja da groß geworden, hatte ja ein Haus bis zum 11. jedes Jahr. Und das Hospiz gibt es seit ein paar Jahren, das ist wirklich high-end. Und ich war so schockiert, ja. Sein Kollege ist da und so und kümmert sich um ihn. Und hat gesagt: wow, du hier, alter Macron, what the fuck, wer hätte das gedacht? Ich, ja klar, Digi, ne? Ich hab's ja angekündigt. Er wusste davon nichts, die Tochter hat das anscheinend nicht weitergeleitet. Und dann bin ich halt, hab ihn gesehen, ja, wie er aber halt noch mit seinen Ende 30 wirklich noch top in Form, mit allem drum und dran, optisch gesehen, du hast nicht gesehen, dass da jemand am Sterben ist. Top in Form, oh, diese Gänsehaut ist übel, sah so aus wie immer, als ob er jede Sekunde einfach so aus dem Bett aufspringt und sagt, joho, was geht ab und so, ne? Und ich habe, glaube ich, ich war so komplett, ich konnte gar nicht mal richtig denken. Ich glaube, ich habe im 3-Sekunden-Takt gesagt, ist das alles krass. Boah, ist das krass. Also das habe ich wirklich nicht erwartet. Also ich konnte mich auch zusammenreißen. Ich hatte kein Problem mit Tränen oder so, gar nichts. Also ich sah cool aus wie immer, so wie jetzt halt, ne? Und jetzt sagt nichts Falsches. Und Wahnsinn, ja. Ich habe denn seinen besten Freund auch nochmal gestärkt mit allem drum und dran. Also ich bin richtig ultimativ stark und gut rübergekommen, abgesehen davon, dass ich halt nicht mehr korrekt reden konnte, weil irgendwo hört es dann auch bei mir auf, sage ich ganz ehrlich. Da war halt tausendmal krass im Satz. Ich glaube, das hat man auch, glaube ich, auch gemerkt, als ich das in X geschrieben hatte und so, weil ich war ja krasser Tag, Alter. Und bin dann gerade aus dem Hospiz raus und das war etwas, was mich überrascht hat, Alter. Mir sind die Gesichtszüge zum ersten Mal draußen in der Öffentlichkeit, noch nie ist mir sowas draußen passiert, wirklich außerhalb meines Zimmers ist mir sowas noch nie passiert. Mir sind die Gesichtszüge komplett abhanden gekommen. Das habe ich auch wortwörtlich so geschrieben. Und mir sind die Tränen rausgelaufen. Ich bin wirklich fast zusammengebrochen, konnte fast nicht geradeaus laufen. Ey. Uff, na, jetzt kommt es gerade wieder ein bisschen. Das ist wirklich. Oh, richtig krass. Richtig krass. Ja. Ich kann nur sagen, Alter, wenn ihr knapp in der 20er seid oder noch jünger, Alter, es fängt an mit den Toten in der 30. Ich sag euch so, wie es ist, Alter. Seitdem hagelt's bei mir, geht's down. Wirklich, es ist nicht angenehm, Alter.
Und vor allen Dingen, wir reden hier von Leuten, die ironischerweise im Alter sind von 20, 30, 40. Ja, das muss man sich wirklich mal geben, ne? Also es hat nichts wirklich damit zu tun, mit, dass man älter ist, dass man da down geht. Es sind wirklich viele, die sterben. Wegen, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, was ich sage. Und zwar Lungenkrebs. Kettenraucher hat die ganze Zeit geraucht. Hier eine Vape, da eine Vape, dann auch noch die normalen Nikotinzigaretten und so. Je nachdem, war ja Standard damals Nikotin. Dann hat man Nikotin aus E-Zigaretten genommen, dies und das. Also die sind ja nicht besser, je nachdem, was man da reinmacht. Das ist exakt derselbe Scheiß. Bloß schmeckt besser und verführt dann eben noch mehr zu rauchen. Auch ist das eine krasse Einstiegsdroge, weil das wird nämlich eine ganz schlimme Angewohnheit, dass man das immer mehr macht und so weiter. Dann fängt man an zu experimentieren. Die Chemikalien sind ganz krass. Da sind über 40 verschiedene Gifte drin. Es wurde alles verifiziert. Ihr könnt da Scheiß erzählen, wie ihr wollt, Alter. Drogensüchtige sind immer überzeugt, dass ihr Zeug geil ist. Es ist nichts weiter als eine Droge, auch wenn es nach Erdbeer schmeckt. Und ja, er hat halt Lungenkrebs halt bekommen. Aufgrund von Rauchen. Das war krass. Wie gesagt, er hat noch Februar gearbeitet, ganz normal. Tschicke bum, tschicke bum, tschicke bum, hier Stanzen in Berlin. Alles easy. Und dann innerhalb wirklich von 3 Wochen war down. Er war am 11. diesen Monats, er war am 11. letzten Monats eingeliefert worden, weil er hier denn einfach nicht mehr wach geworden ist. Aber da ist er dann auch mal wach geworden. So sind wir 2 Tage später, nachdem ich so dermaßen schockiert war und kurz vorm Zusammenbruch auch stellbar stand, was mich selbst beeindruckt hat im Negativen, weil ich nicht gedacht habe, dass ich tatsächlich, dass mich das so krass mitnimmt, ja. Ich habe aber ironischerweise gerade noch einen Artikel gelesen über Depressionen, dies und das, und habe dann noch mal gelesen, dass solche Leute das sowieso noch krasser mitnimmt wie normal und so. War mir nicht so bekannt, aber habe ich jetzt gerade super gesehen. Und das hat natürlich meine Psyche kaputt gemacht, noch weiter. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, super Freundin und super Freund von meinem sehr kleinen Freundeskreis im Real Life, bestehend aus 4 Leuten, sind 2 gestorben innerhalb von noch nicht mal 2 Monaten. Nachdem man das erste gerade mal mit Ach und Krach so ein bisschen kontrolliert hat, dass man das psychisch, ne? Kommt sofort der nächste Boing. Wahnsinn. Jedenfalls, nach 2 Tagen später komme ich wieder ins Hospiz. Er auf einmal ultra gute Laune. Sein bester Freund kommt mir entgegen und sagt: Ey, er ist genauso wie immer, Alter. Das glaubst du nicht. Absolut krass und so. Alles ist da. Ja, ich denke, what the fuck, ja. Aber er hat nur keine Kraft mehr zu gehen. Er liegt jetzt im Rollstuhl. Das ist er Krebs. Der hat ganz zerfressen, Metastasen, alles hat sich ausgebreitet. Ne? Lungenkrebs durch Rauchen. Und dann kommt er mir entgegen und sagt: Ja, Macron, du hier. Und ich: Ja, Digi, was geht ab? Was hast du denn gemacht? Hast du angetäuscht? Junge, mach die Scheiße doch nicht wieder, ey, das kann doch nicht sein. Wir hatten alle übelste Panik und sehr, ja, krass, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, hat er gesagt, ne? Das ist ja wild, was hier passiert, ne? Und ich habe mir auch nur noch gedacht: Ey, Brudi, what the fuck? Und so, wir haben denn, und mein bester Freund kam dann auch noch vorbei und so weiter. Er hat: Oh, krass, den einen Tag so und jetzt auf einmal so, was ist denn hier los, ne? Total wieder 1:1 der Alte. 1:1, Alter. Wir haben richtig gefreut und so. Ich habe dir noch Spaß gemacht. Willkommen hier in diesem geilen Feriencamp. Nur die Starken schaffen es und so. Dies und das. Ich habe ein Gag nach dem anderen gerissen, weil die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin absolut perfekt, was Entertainment angeht. Wirklich absolut perfekt. Und wenn ich dann auch noch weiß, wer vor mir sitzt, mehr oder weniger, ich kann das so einschätzen, dann kann ich die Gags darauf rausballern. Weil ich weiß halt, was funktioniert bei den Leuten am besten. Und zwar der Hammer. Ich habe ihn wirklich mindestens jede 2 bis 3 Minuten so zum Lachen gebracht, dass fast schon Schmerzen am Start waren. Ja. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie wichtig das ist, was ich getan habe. Also wir haben die ganze Zeit herzlich gelacht. Wirklich, es war der Wahnsinn. Es war
Der Wahnsinn, ein Gag nach dem anderen und jeder einzelne Gag hat wirklich auch funktioniert. Ja, wirklich der Hammer. So, auf Basis dessen, wie es ihm geht und wie ich alles da so gehört habe und so weiter, er hat auch gesagt, ja, das kann doch nicht sein, dass mir sowas passiert, ne? Also ich war natürlich auch schockiert von der Diagnose, hat er gesagt, aber er hat gesagt, das kann es nicht sein, ey. Ich habe gerade noch, wie gesagt, hier den Garten angelegt mit allem drum und dran, alles sieht super aus, dies und das, ne? Auto, blub, blub, blub und so. Die Party is real. Da habe ich gesagt, ja, alter, Bootfahren, alles haben wir ausgemacht. Ja, Mann, klar. Krass, er hätte auch nicht denken können, dass er auf einmal hier landet, Alter, wo ja wohl Endstation ist anscheinend, ne? Er gesagt, das kann doch nicht sein und so weiter, dies und das. Und er hat gesagt, ich habe noch so viel vor, jetzt wird noch so viel gemacht. Oh, diese Gänsehaut. Ich habe noch so viel vor, es wird noch richtig viel getan und so weiter. Ja, die Power is real und so weiter. Ne? Und ich habe gesagt, ja, wir machen das jetzt so, Alter. Wir planen jetzt jede Woche und so. Nächstes Mal komme ich vorbei. Kollege hat schon gekauft Blümchen. Ne? Bratwurst am Start, Alter. Es wird gegrillt. Das Feriencamp ist im Hospiz so richtig am Start. Also es ist kein Hospiz, es ist Feriencamp, ja. Wirklich, ich will ja auch gute Laune machen und Kraft denen geben und so weiter. Und das hat super funktioniert. Er hat Lebensmut geschöpft, gesagt, klar machen wir das und so. Auch sein bester Freund sagte, Würstchen, dies, das und so, grillen, geile Sache und so. Ganz, ganz klar. Und vielleicht kann er ja doch wieder nach Hause. Und das war nur so ein kurzzeitiger Hänger, ja. Und so. 3 Tage später, wie gesagt, mein Kollege hat Blümchen, Wurst am Start, dies und das und so. Hat mir auf einmal die Tochter das halt geschickt, was ich vorhin gesagt habe und so weiter. Ne? Er ist halt dort im Hospiz. Nee, was war denn das? Genau, er sei denn verstorben und so weiter. Um 7 Uhr früh. Und ob ich vorbeikommen will, wegen Totenwache halten. Uff. Alter. Da stand der drin. Und dies und das und so. Man kann Teil der Message lesen. Und uff. Da jetzt kommt es wieder bei mir ein bisschen, dass die Augen etwas nasser werden. Das wirklich. Das ist wirklich so ein Ding, Alter. Damit rechnet man nicht. Damit rechnet man überhaupt nicht. Auch meine Nachbarin hat gesagt, die auch oberflächlich befreundet war, sie war schon da, dort und so, dies und das, und hat sich das angeschaut und, und. Und ey, das ist gerade vor ein paar Tagen passiert. Und ich habe echt gedacht, Alter, das ist krass. Haben gerade noch Pläne gemacht, dies und das. Er war super geil in Form und so. Und dann, ja, ist halt nicht wieder wach geworden. War wieder so ein ultimativer Schnuffler, wie ich sage. Aber ist halt nicht wieder wach geworden. Also das ist krass. Also 2 Todesfälle in der kurzen Zeit. Oh, und dann auch noch bist du selber halt, ne? Also ich, depressiv sowieso. Also, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, meine Nachbarin hat doch gefragt, kommst du auch zur Beerdigung? Und ich habe Real Talk gemacht und gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber sie weiß die Hintergründe nicht. Normalerweise wissen die wenigsten Leute, dass ich halt manisch-depressiv bin und Angststörungen habe. Und dass das dementsprechend die Leute halt noch viel mehr mitnimmt als normale, gesunde Menschen. Das sollte, denke ich, jedem klar sein, der auch nur ein bisschen Ahnung hat, wie Depressionen funktionieren. Und der ist wirklich, also das hätte ich mir wirklich niemals zu träumen gewagt, dass sowas passiert, ne? Also von dem her. So, ich habe das jetzt noch ein bisschen höher gemacht, weil es für mich angenehmer hier. Und das wirklich ein Ding, Alter, wo ich mir denke, was ist das für ein Leben, Digga?
Was ist das für ein Leben? Wirklich, also mein Leben besteht wirklich nur aus Leiden, aus Verlust, aus Trauer und so wirklich die ganze Zeit, Alter. Dann kommt noch diese scheiß Armut dazu, ne? Das ist wirklich noch tausendmal belastend. Mein Psychiater hat auch gesagt, also zum ersten Mal hat er gesagt, weil ich jetzt auf diesem Limit bin und so weiter, dass ich denn wirklich schon gewisse Medikamente bekomme, die mich jetzt auch mal wieder runterbringen und damit ich überhaupt schlafen kann. Weil auch als das Netz zum Beispiel hier ausgetauscht worden ist, Alter, ich habe 3 Tage lang durchgemacht, müsst ihr euch wirklich vorstellen. Wir mussten so viel hier räumen bei uns in der Platte. Wir mussten so viel hier räumen und machen. Warum bin ich so unscharf? Ja, muss das sagen, das könnte vielleicht auch am Licht liegen. Ich kann das jetzt nicht genau beurteilen, warum das so ist. Naja, egal. Umso mehr ich glänze, umso schöner sehe ich aus. Und so eine belastende Zeit hatte ich schon lange nicht mehr, seitdem meine Oma und so weiter. Ich habe auch schon ein paar Freunde damals auch schon verloren. Also insgesamt habe ich tatsächlich so 7 Leute oder so schon verloren. Ja. Ja, was soll man machen? Alter, das ist, das hat Leben halt, ne? Das ist das Leben, Digga. Und ja. Ich habe versucht, mich dann aber abzulenken. Die Zeit ist halt schwierig, aber ich kümmere mich um meinen besten Freund. Man muss dazu sagen, er ist depressiv. Er wollte ja damals, bevor wir uns kennengelernt haben, vor über 6 Jahren schon, ich glaube, es sind jetzt auch inzwischen schon 8 Jahre her, er wollte sich eigentlich ja das Leben nehmen damals. Und ich habe ihn gefunden, weil ich, wie es den meisten da draußen geht, meistens schon sogar direkt nach der Schulzeit, wenn sie aus der Schule raus sind oder spätestens nach ihrem Job, den sie da gelernt haben, wie Tischlerei, Kassierin oder was weiß ich nicht, you know what I mean, ihr wisst. Und da haben die meisten halt massive Probleme, Freundschaften aufzubauen, weil du hast nicht mehr diese gewaltige Möglichkeit von einer Ausbildungsstätte beziehungsweise Schule, also Grundschule, Gymnasium, dies und das, sind halt hunderte Kinder am Start, hunderte Jugendliche, hunderte junge Erwachsene. Und dann ist es dementsprechend easy, wenn du ständig so dermaßen viele Leute jedes Mal wieder siehst, dass du dann mal einfach so reingehst und sagst, ja moin, ich hab dich schon ein paar Mal gesehen hier und so, ne, geht's ja hier auch hier, bla und so. Und man kommt ins Gespräch, das ist easy. Das ist so unglaublich easy. Und diese Möglichkeit hast du normalerweise nicht mehr, wenn du eben aus diesen Ausbildungsstätten draußen bist. Und dann ist es für die meisten halt so gut wie unmöglich, eine Freundschaft aufzubauen. Aber wir haben ja Internet. Und im Internet ist ja tausendmal einfacher. Das bedeutet, egal ob Techtelmechtel oder Freundschaften, ihr macht euch ein Profil auf einer Seite. Es kann auch eine Techtelmechtel-Seite sein, das ist scheißegal, weil jede von den Seiten bietet auch die Option an, dass du zum Beispiel ein Kreuzchen reinmachen kannst bei nur Freundschaften oder nur Brieffreundschaften, was weiß ich nicht. Sowas gibt es tatsächlich. Und machst du halt ein Häkchen rein und sagst, alles andere schreibst du auch noch drauf, interessiert dich nicht, sondern du bist erstmal nur an einer Freundschaft interessiert. Und so habe ich denn jemanden gefunden, der da stand mit seinem Kajakpaddel in der Hand, Alter. Wie so ein Goa'uld-Typ, nur mit Paddel, Alter. Ne? Und hat sogar relativ unglücklich geschaut. Und da habe ich geguckt, habe gesehen, aha. Ist knapp 1 Kilometer von mir entfernt. Das ist eine Laufzeit von 8 Minuten für mich. Ja. Und habe dann gemerkt, da sollte man sich mal treffen. Ich sagte, ja, Kajak habe ich noch nie ausprobiert. Würde ich gerne mal testen.
Ich habe niemanden, mit dem ich rumlaufen kann, mit dem ich Sachen machen kann, würde aber gerne mal vielleicht auch körperlich etwas tun und so Fitness, gemeinsam wandern und halt all diese Sachen und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, klar, Digga, nice. Können wir ja mal ausprobieren, dies und das und so. Und ja, dann war ich bei ihm zu Hause. Ich wurde eingeladen, weil bei mir sieht es persönlich nicht so toll aus. Und ja, da hat man dann miteinander gesprochen, dies und das. Ich habe gesagt, wo meine Stärken liegen, dass ich halt sehr gut in Technologie bin und so weiter. Egal ob, wenn ich einen Rechner zusammenstelle zum Beispiel, dann kannst du selbst in High-End noch in maximaler Auflösung und mit Ultra-Einstellungen so gut wie jedes Game zocken für mindestens 8 Jahre. Das ist safe, Alter. Ist wirklich so, ist noch heute so. Wenn ich so eine Konfiguration zusammenstelle, geldtechnisch und leistungsmäßig über die Zeit, wirklich top, Alter. Absolut top. Es muss wirklich, wenn man weiß, was harmonisiert, es ist wirklich Hammer. Dann weiß ich tatsächlich alles über den Sektor, auch von Smartphones, von Tablets, von TV-Geräten und so weiter. Und da diese Sachen auch wirklich alle Menschen haben, aber viele haben davon keine Ahnung und gucken vielleicht auf die Marke und denken dann, ja, ist gut, ist ein Apfel drauf, ist gut. Oder Samsung, Samsung ist gut, Samsung benutzt schon immer, ist gut. Ja, und du denkst dir nur noch, Ja. Und dann siehst du auch immer wieder Leute zum Beispiel, die zum Beispiel das letzte Apple oder das letzte Samsung haben, wobei man sagen muss, das ist ja sogar ein PC. Allein dieses Teil hier, ja, das war ja zum Beispiel damals 2020, glaube ich, das Nonplusultra, das ist das S20 Ultra. Für 1.400 € hat es damals gekostet oder 1.500. 1.400 oder 1.500, direkt ab Release habe ich es am Start gehabt. Und ich habe es noch immer. Und wenn ihr zum Beispiel da ein HDMI-Kabel ranmacht, hier mit Adapter, dann verwandelt sich dieses Ding sogar in einen Mini-PC. Mit der PC-Oberfläche, mit allem drum und dran. Ich weiß gerade nicht selber, wie du heißt, Alter. Komme ich gerade nicht auf den Namen, ist auch scheißegal. Aber es ist wirklich absolut Premium, ja. Und es war tatsächlich damals zum Beispiel iPhone und Co. auch schon überlegen, muss man ganz klar sagen. Inzwischen ist ja Xiaomi die beste Firma in dem Sektor. Preis-Leistung, der absolute Wahnsinn. Was ihr dort bekommt als Flaggschiff von Xiaomi für auch knappe 2 bis 1.400, das ist tatsächlich Apple und Samsung bei weitem überlegen. Egal ob das Ladesystem oder was weiß ich nicht, die anpassbare Herzzahl und so weiter, es ist einfach ultra Premium. Ultra Premium. Dann gibt es auch Asus. Natürlich, aber Xiaomi und so bietet mit den Flagships auch so einen jahrelangen Support, wie zum Beispiel Apple und Samsung. Man muss das auch sagen, dass auch dieses 4 Jahre Handy bekommt immer die neuesten Sicherheitsupdates und so. Und ich bin ja Nachhaltigkeit, seine Eltern, sein Bruder, Schwester, Kinder, alles, Alter. Ja, ich habe ja sogar noch Schuhe am Start, die ich heute noch trage, die aus meiner Schulzeit kommen, 8. Klasse, Alter. Das darf man nicht vergessen, ja. Und die sehen noch immer aus wie neu. Und ich bin damit jeden Tag rumgelaufen. Jahrelang. Jetzt nur noch selten, aber ich bin in den letzten Tagen fast eine Woche wieder in den Schuhen gelaufen. Ja. Kollege dachte denn, oh, sind die neu, Alter? Die sehen wirklich aus wie mehrere 100 € Schuhe. Weil nämlich damals in den alten Zeiten gab es auch schon die Schuhe mit diesem Plastik dazwischen und so hinten und alles und so weiter. Das ist ein Style, der kommt wirklich schon, der ist uralt. Aber der ist jetzt wieder neu. Ne? Das kennt man ja. Auch zum Beispiel die 70er sind wieder am Start. Jetzt bei Adidas zum Beispiel gerade. Der wird es auch gefeiert von den heutigen Teenies. Warum die 70er feiern, weiß ich jetzt nicht, aber. Ist so, ich denke eher, das geht für eine ältere Zielgruppe. Das ist sogar eine Zielgruppe, wo ich noch nicht mal geboren worden bin. Aber hey, der Style hat mir schon gefallen, muss ich sagen. Also dieses etwas zurückhaltende, aber trotzdem Stil, ist schon gut, weil ihr kennt das bestimmt. Weniger ist nämlich oft mehr. Und das ist das, was viele Kinder und Jugendliche logischerweise nicht
verstehen, nicht begreifen. Das kommt erst mit einer gewissen Reife. Meine Reife kam ja auch erst mit dem 27. Lebensjahr. Wobei ich sage, natürlich lasse ich das im Stream und Co. und so, wenn man Fun hat mit den Jungs, nicht raus, weil wir wollen da einfach unser Kind auch im Inneren beschützen und das hält auch unglaublich jung. Also ich bin noch immer im Stand von knapp 15 Jahren und so weiter, wenn ich zocke und wenn ich so Spaß habe auch draußen und so hier auf der Convention, dies und das und so. Und ich habe auch das Glück, dass ich noch so aussehe. Wenn ich mich gut fühle, ne? Also wenn ich oft meine Schlafprobleme habe, sehe ich aus wie ein halb wie ein Untoter. Ganz schlimm, Alter. Habt ihr nicht gesehen, ey. Uff. Aber jetzt konnte ich wieder gut schlafen. Auch habe ich geile Pillen am Stüssel. Und die sorgen doch wieder dafür, dass ich wieder genauso aussehe wie damals 8. Klasse, Alter. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr glücklich. Ich muss auch zusagen, dass natürlich auch meine Routine, die ich habe, was meine Reinigung angeht und meine Pflege, die denn ebenfalls noch krass dafür sorgt, wie ultra fresh alles aussieht. Ne? Ich sehe noch immer aus, genauso wie 15. Auch die ganze Haut machen sich auch alle lustig, meine Kollegen, und sagen, Alter, du hast doch immer deine Kinderhände aus der Schule. Sag ich, fick dich, Digga. Besser als alt und faltig auszusehen, oder was? Ne? Viele fragen dann immer, Macron, wie machst du das, Digga? Ja, weil man muss sagen, das ist nicht bei vielen so. Viele haben schon wirklich auch Anfang 30 Fältchen am Start, dies und das. Das habe ich tatsächlich nicht, außer man lacht halt natürlich und so und macht dann und so. Dann ist der Effekt natürlich da, dass du denn hier alles Lachfalten hast, dies und das. Aber die habe ich tatsächlich nur beim Lachen und so. Aber tatsächlich sonst ist alles total glatt. Und mein Geheimnis ist eigentlich immer dasselbe. Zuerst einmal rate ich ab. Kommen wir jetzt gleich mal zu was Nützlichem, damit der Stream auch noch gleich nützlicher am Start ist. Wie bleibt ihr lange fresh und seht auch noch wie zu alten Schuljahren so aus, selbst wenn ihr Ende 20, Anfang 30 seid? Und das ist eigentlich ganz einfach, aber an die Regeln muss man sich schon seit Kindheit halten, was ich auch mache. Wenn man schon fertig ist, bringt es nicht, ihr könnt die Uhr nicht zurückstellen. Aber ihr könnt es etwas hinauszögern von der Optik. Ihr müsst es so machen. Zuerst einmal gibt es sehr, sehr viele Frauen, Mädchen auch, ja, also mit Mädchen meine ich unter 11, dann haben wir ja Teenager und dann haben wir ja junge Frauen, also Erwachsene. Ich sag jetzt mal, wir gehen jetzt mal am besten in die Teenagerzeit schon rein. Ihr dürft auf gar keinen Fall, Jungs haben das Problem nicht, aber Mädchen auf jeden Fall. Problem, was sie sich selbst schaffen, nämlich Make-up. Warum Make-up? Was ist das Problem an Make-up? Nun, zuerst einmal, es gibt sehr, 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 sehr viele Make-ups, wo drauf steht, dass sie gut wären, dass sie die Haut schützen würden, dass sie mit Vitamine dafür sorgen, dass alles fresh ist und so weiter. Und die Haut auch rundum versorgen und so, dass man länger jung bleibt. Das ist alles totaler Bullshit. Das ist Marketing. Das wird nicht funktionieren. Das hat nicht funktioniert. Das könnt ihr wirklich vollkommen vergessen. Jede Art von Puder, den ihr verwendet, auch wenn da steht mikrofein, verstopft nicht die Poren, das ist eine Lüge. Ganz im Gegenteil. Das geht richtig schön in die Poren rein. Und was passiert denn? Viele machen auch mehrere Lagen drauf. Dann noch ein Spray, dann noch eine Lage, dies und das. Absolut Katastrophe. Dadurch kann eure Haut unter Umständen dreimal schneller altern. Warum altert die schneller? Ganz einfach. Eure Haut ist so zugepappt, dass sie an diesen Stellen nicht mehr atmen kann. Und durch dieses fehlerfreie, durch dieses fehlende Atmen ist es so, dass die Haut einfach dreimal oder halt doppelt so schnell nur, wobei das auch schon schlimm ist, eben viel, viel, viel schneller altert, als das normalerweise der Fall wäre. Allerdings kriegt ihr das meistens nur Ende 20, Anfang 30 mit. Das Problem ist aber, dann ist es schon zu spät. Also kein Make-up benutzen oder wirklich nur hauchdünn, hauchdünn, ja,
Nicht doppelt pudern oder so. Und dann auch nur maximal 7, 8 Stunden, maximal, am besten sind 7 Stunden, und dann wirklich komplett gründlich abschminken. Das ist auch wichtig. Und wenn da so eine Stoffe sind in den Tüchern, nutzt danach nochmal klares, warmes Wasser. Es kann auch kalt sein, aber lauwarm sollte es sein, und im Nachhinein dann eiskalt, und nimmt dann ein Frotti-Handtuch. Nicht dieser künstliche Schmutz, der total kuschelweich ist, sondern ein Frotti-Handtuch. Ihr wisst, was ich meine. Das sind die Handtücher, die etwas gröber sind. Und geht dann sanft so ran, trocknet euch ab. Und wenn die Haut knochentrocken ist, dann nehmt ihr nochmal eiskaltes Wasser, macht ein paar Mal Pitsche-Patsche und lasst das einwirken. Vertraut mir, das ist das Beste, was ihr überhaupt machen könnt. Und selbst wenn ihr jetzt zum Beispiel kein Make-up nehmt, dann alle anderen, die sowieso kein Make-up nehmen, macht ihr das auch natürlich. Und zwar einmal am Tag, am besten vorm Schlafen gehen vielleicht oder so, macht ihr das, dass ihr wirklich warmes Wasser, lauwarmes, knapp, mit dem Frotti-Handtuch rüber, komplett trocknen, dass das Handtuch wirklich total rüber gleitet über die Haut, ohne dass es fest sitzt. Und dann geht ihr nochmal mit eiskaltem Wasser rüber und lasst dieses eiskalte Wasser aber trocken werden, also einwirken. Das ist auch schön für die Haut. So, dann kommen wir zum nächsten. Gesichtsmasken. Es gibt ganz, ganz viele von namenhaften Firmen. Namenhaften Firmen. Ich möchte diese Firmen nicht erwähnen, weil ich mir keine Deals versauen will. Außerdem kann es ja sein, dass die wirklich mal ein gutes Produkt am Start haben eines Tages. Wer weiß? Es gibt ganz, ganz viele große namenhafte Firmen, die haben Masken auf den Markt gebracht. Und das Problem ist, schon sogar 12-Jährige benutzen Kosmetik, wie auch zum Beispiel Masken, die die Haut pflegen soll. Gab es eine Reportage darüber? Wirklich geisteskrankes Verhalten, man muss die mal wach machen. Und da sind mehrere Sachen rausgekommen. Zuerst einmal die Gesichtsmasken von den namhaften Firmen, auch egal ob die billig sind oder viel Geld kosten, das spielt keine Rolle. Die weißen Dinger, die legt man sich so drauf, die haben dann auch frei noch so ein bisschen dies, das, sind ultra giftig. Es sind sehr viele Gifte in den Masken drinne, die sogar der Haut schaden. Und die wirken sogar etwas tiefer in der Haut. Das müsst ihr euch wirklich mal geben. Was ist rausgekommen? Nicht nur, dass der Schaden in der Haut aktiv wird durch die Masken. Nein. Sondern es ist rausgekommen, dass das die Haut allgemein schädigt. Und nicht nur das. Es sind nicht abbaubare Gifte drin, die aus dem Grundwasser nicht mehr rausgefiltert werden können. Dass so eine Scheiße überhaupt auf den Markt darf, ist einfach unter aller Sau. Unter aller Sau. Was macht der Staat da? Was macht die EU da? Wieso werden Sachen zugelassen, die Gifte ins Grundwasser leiten können, die nicht abbaubar sind, und Masken, die die Haut schädigen, nachweislich im Labor hat man das herausgefunden, Hautärzte, dies und das. Wie kann sowas sein und warum machen das namhafte Firmen? Das ist wirklich wieder so ein Ding, wo ich dastehe und mir denke, wer zum Teufel hat diesen ganzen Sachen überhaupt zugelassen? Ich verstehe das nicht. Dann will ich natürlich damit sagen, lasst es sein mit den Masken. Und vor allen Dingen noch, was die Ärzte haben auch gesagt. Wenn ihr unter 21 seid, bringt euch die Pflege sowieso gar nichts. Überhaupt nichts. Ja, weil die Haut, die könnt ihr nicht vorversorgen. Versteht ihr? Ihr könnt nicht eine Creme nehmen. Unter 21 Jahren, ja, die gegen Falten ist oder so, und dann damit rechnen, ey, geil, wenn ich jetzt die Creme nehme, Digga, dann werde ich mit 30, 40 auch noch mega geil aussehen und habe keine Falten oder viel, viel weniger. Digga, ihr könnt nicht vorbeugen, was das angeht.
Ihr könnt nicht vorbeugen. Die Genetik der Haut, das Abbauen der Zellen findet erst ab dem 21. Lebensjahr statt. Wenn ihr dann versucht, der Haut mehr zuzuführen, als sie überhaupt benötigt, dann hat das einen Nulleffekt. Ganz im Gegenteil, ihr könnt sogar Pickel bekommen, dies und das, oder dass halt eure Haut sogar ebenfalls wieder schneller altert. Jetzt sagt ihr bestimmt, Moment mal, bei Creme auch. Ja, es gibt nämlich sehr, sehr viele. Die machen einen richtig fetten Klumpen. Und verreiben das, Alter, dass die ganze Fettschicht noch am Start ist. Ich meine, wie oft habt ihr das bestimmt schon draußen gesehen? Bei Männern seht ihr das so gut wie gar nicht. Aber bei Frauen, dass die auf einmal fettglänzend sind im Gesicht ohne Ende. Das ist die Creme. Das ist die Creme, Digga. Und die Creme, wenn die zu viel verwendet wird und die auf der Haut liegen bleibt, was passiert dann? Richtig, der Make-up-Effekt. Die Haut ist verstopft. Die ganzen Poren können nicht atmen. Was bringt euch das? Richtig! Eure Haut altert 2 bis 3 Mal schneller, als wenn ihr das nicht machen würdet. Alter, also erstens mal unter 21, es bringt nichts im Geringsten. Es gibt nichts auszugleichen und nachzufüllen. Es funktioniert nicht. Ja, sei denn, ihr habt irgendeine Krankheit oder so. Da berät euch aber der Arzt. Aber gesund normalen Menschen mit der normalen Haut, es bringt euch nichts, nichts im geringsten Alter. Das könnt ihr wirklich vollkommen vergessen. Und deswegen vergesst es. Wenn ihr aber zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Alterserscheinungen habt, mit zum Beispiel seit Ende 20, da fängt es schon bei vielen an mit Fältchen oder so. Mir ist das nicht, keine Ahnung. Can call me the Highlander. Da gibt es tatsächlich so eine Hyaluron oder wie das heißt, ich komme jetzt nicht genau drauf, Alter. So eine sollte man schwach verwenden. Das kann man denn auf seine Fältchen, wenn man welche haben sollte, sie aufmachen, sonst hat es ja keine Wirkung. Ne? Und das hat, diese Säure sorgt dafür, dass die Haut gereizt wird. Das ist ein Fake-Mittel halt, ne? Weil es gibt nachweislich, wissenschaftlich, nichts, was eure Haut jünger macht. Und ihr könnt nur faken eine gewisse Zeit. Ja? Das bedeutet, diese Säure sorgt dafür, dass die Haut gereizt wird. Sowas wie eine kleine Art, eine Art, eine ganz feine Mikroschwellung entsteht. Und durch diese Schwellung habt ihr ein paar Stunden ein faltminimiertes oder faltenfreies Gesicht. Ja, damit kommt aber auch nicht jeder zurecht, muss man dazu sagen. Ein Kollege von mir, der schon älter ist, hat das versucht und hat auf einmal roten Ausschlag bekommen und Pusteln. Diese Hyaluronsäure, egal ob sie künstlich hergestellt ist oder echt, es ist ja zwei Möglichkeiten. Er hat beides funktioniert, hat beides nicht funktioniert. Verträgt auch nicht jeder und man muss es auch hauchdünn auftragen. Hat man viele tiefe Furchen, Falten und so, bringt euch das logischerweise nichts. Kann ich euch zu 100% sagen, es bringt nichts. Ich kenne zum Beispiel auch mehrere Frauen, die sind schon über 60, über 70 Jahre. Und wir haben Cremes getestet und so weiter, die Stars auch verwenden und Stars Werbung machen, die auch schon teurer sind. Für so 8, 9 € so ein kleines Becherchen, ja, wo wirklich wenig Inhalt auch drin ist. Und für Frauen ab 60 dies und das. Und bei jeder Frau, die das benutzt habe ich gesehen, vor und nachher, und es hat nichts gebracht. Also es hat der Firma was gebracht, Geld und eure Hoffnung, die ihr dadurch hattet. Aber an sich nichts, Digga. Und oha, das ist krass.
Jäger. Und ja, also es könnt ihr auch vergessen, ne? Also ich sage wirklich, was wirklich was bringt tatsächlich ist, wenn ihr eine Creme kauft und ihr müsst wirklich, ihr macht einen kleinen Dups in die Creme. Ich sage gleich, ihr habt nämlich UV-Schutzcreme. Die könnt ihr tatsächlich immer verwenden. Schon von Anfang an, selbst wenn ihr Kinder seid. Das ist wichtig. Ihr macht denn in dieses Töpfchen ein kleines. Macht denn hier ein Punkt hin? Hier, 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 hier. Und da macht ihr diesen UV-Schutz drauf. Da ihr nur diese kleinen Dupsis gemacht habt, reibt ihr das alles ein. Und wenn ihr das schön macht, werdet ihr keine Überbleibsel auf der Haut haben. Es ist komplett eingezogen. Und das soll auch so sein, damit das auch dementsprechend wirkt. Dieser UV-Schutz sorgt nämlich dafür, dass eure Haut viel, 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 viel länger frisch bleibt. Aus dem simplen Grund, wenn ihr nämlich die ganze Zeit permanent UV-Licht abbekommt, lässt das die Haut altern. Die Sonne ist das, was am aller, aller, aller krassesten für die Hautalterung tatsächlich sorgt. Da ich aufgrund meiner psychischen Verfassung nur in der Schule gewesen war und darüber hinaus jahrelang zu Hause geblieben bin und immer nur dann auch noch am Abend rausgegangen bin, später als es mir besser ging, was noch heute ist, dass ich mich sehr gut schütze, habe ich den Vorteil, dass so gut wie nie irgendwas an meine Haut rangekommen ist. Wobei ich tatsächlich auch dafür sorgen muss, dass nach wie vor nichts an meine edle Haut rankommt, weil ihr seht den Arm, guckt euch das an. Es ist Babyhaut. Es ist Babyhaut, genauso wie damals, als ich minderjährig war. Und dieses weiße, zarte ist natürlich gefährlich. Wenn ich da in der Sonne bin, schon über 5, 6 Minuten, kann Hautkrebs Gefahr sein. Ja, und deswegen bin ich da natürlich sehr krass, dass ich halt da dementsprechend mich schützen muss und so weiter. Das heißt also, ihr müsst von Teenagerzeit an euch die ganze Zeit vor UV-Licht schützen, also vor Sonne, mit eurer Creme. Und das Krasseste und die dünnste Haut ist im Gesicht. Das heißt also, mindestens das müsst ihr permanent cremen. Und selbst am helllichten Tag, wenn zum Beispiel bewölkt ist, merkst du trotzdem, UV ist alles da. Und das bedeutet, ich habe immer einen UV-Schutz am Start. Und der protectet so dermaßen hart. Alles andere könnt ihr wirklich in eine Tonne kloppen, aber ein hauchdünner UV-Schutz und hauchdünn die Creme auftragen. Ich sag euch, ihr werdet mir danken, wenn ihr Ende 20, Anfang 30 seid, geschweige denn noch älter. Ihr werdet mir danken, Alter. Das ist eine wichtige Information. Ansonsten halt, wie gesagt, Finger weg vom Make-up lassen, nur betont oder nur für sehr kurze Zeit. Ganz wichtig, nicht länger als 5 bis 8 Stunden gründlich abschminken und so. Und vergiss nicht die Routine mit Wasser, dies und das. Kommen wir jetzt zu der gesamten Körperpflege noch als letztes, um das Thema auch noch abzuschließen. Wie kriege ich das hin, so einen perfekten Körper zu haben? Mit auch wirklich noch immer einer so super geilen Haut. Wirklich, ist ja überall. Es ist ja wirklich überall. Man kann es jetzt nicht sehen wegen dem Greenscreen, aber es ist wirklich Top-Zustand. Und das ganz einfach. Und zwar, wenn man lange duscht und wenn man lange badet, zerstört das alles die Haut. Wenn du jeden Tag dich komplett mit deiner Duschlotion überall eincremst, jeden Tag das machst, einmal, dann schädigst du damit schon die Haut. Komplett. Und es spielt keine Rolle, ob da steht Supervitamine, Supermineralien, creme dich ein, es ist geil. Es ist scheiße. Eure Haut hat nämlich so eine Schutzummantelung mit allem drum und dran. Die werdet ihr euch komplett jedes Mal wegmachen. Ja? So, wie löst man das Problem? Das ist ganz einfach und zwar durch die berühmte Katzenwäsche. Das bedeutet, ihr nehmt einen Waschlappen, ihr habt Waschbecken am Start. Meinetwegen steht ihr in der Dusche drin, fragt mich nicht.
Mit dem Waschlappen, ihr und so weiter. Also ihr macht die Füße sauber, ihr macht unterm Arm sauber, vorne und hinten macht ihr sauber. Und da habe ich übrigens auch einen Pro-Tipp, Alter. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich hatte schon in meinem Leben sehr, sehr viele Dates mit Frauen und mit Männern. Frauen lassen auch immer mehr mit der Hygiene nach, leider. Also sie werden immer mehr zum Mann. Und bei Männern hatte ich oft das Problem, dass ich mir dann auch einen Trick angewöhnt habe, der was auch bei Frauen funktioniert. Und zwar stellt euch vor, ich schwöre, das ist eines Tages habe ich mir das selbst beigebracht, das ist instinktiv rausgekommen, weil ich hatte schlechte Erfahrungen. Zuerst einmal meine erste schlechte Erfahrung: Eine Frau sollte verwöhnt werden, dass ich halt ein bisschen lecker die Schlecker mache und so weiter. Und auf einmal dachte ich da, oha, der Thunfisch ist real. Habe ich natürlich sofort abgebrochen, habe dann aber nicht so gleich was gesagt, habe gesagt, ist doch nicht so mein Ding. Und habe dann mich frisch gemacht nochmal und so, habe ich auch Reisekrankheit, die habe ich wirklich, mir ist so schlecht so ein bisschen, dies, das und so, wollen mal Küche, mal kleines Scheibchen Brot und so, mich sauber gemacht, Scheibchen Brot gegessen, dies und das, ne, bin dann zurück und dann haben wir das sein lassen, aber wir haben alles andere gemacht. Gottlos. Und dann ist es natürlich auch derselbe Effekt bei Männern passiert. Und zwar, du gehst nach unten und so weiter, willst gerade das Blaskonzert starten und so weiter. Ihr wisst, Musikantenstadl auch sehr beliebt und so, Torö. Und auf einmal kommt dir da der Barsch entgegen, aber schon 2 Tage tot und du denkst nur noch, jo, ist nicht so mein Ding. Einmal habe ich tatsächlich gesagt, du sag mal, wann hast du dich eigentlich das letzte Mal untenrum gewaschen? Und er hat mich angeguckt, wirklich schockiert. Und ich, ja, bist du Fischmachverkäufer oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich sagte, ich schwöre dir, ich habe kurz vorm Date mich untenrum frisch gemacht. Da habe ich gesagt, ich habe das nicht weiter ausgeführt. Per WhatsApp haben wir das weitergeklärt und der Kontakt ist kaputt gegangen. Es war tatsächlich einer von den vielen, vielen, vielen Männern, die sich nur untenrum den Barsch waschen, wenn ein Date ansteht. Was die Männer nicht begreifen, und das ist auch bei den Frauen so, aber was die Männer nicht begreifen ist, und ich sag's immer wieder, wenn ihr untenrum euch wascht, nur vom Date und sonst die letzte Woche nicht, weil passiert ja nichts. Keine Frau am Start, kein Typ am Start, man macht halt gar nichts, sagen anscheinend die meisten, warum soll man sich untenrum frisch machen? Was ihr nicht begreift, ihr Blitzmerker, ist, wenn man sich zum Beispiel jeden Tag ein einziges Mal untenrum wäscht, übrigens, Pro-Tipp, Nivea Intimo. Und die gerne gucken, Nivea Intimo, vertraut mir. Dankt mir später. Macht's einfach. Jeden Tag einmal waschen. So, wenn ihr Vorhaut habt, bei Frauen ist es ja noch ein bisschen anders, da würde ich auch wirklich euch die Intimdusche empfehlen. Das ist so ein Duschkopf, den führt man sich ein bisschen ein, sprudelt da durch und so. Manche machen das auch mit so einem Pumpbeutel, da kommt dann ein Teeextrakt rein. Kein Witz, das gibt's wirklich. Und ihr wascht euch denn ein einziges Mal mit diesem Intimo von Nivea. Und wenn ihr das jeden Tag macht, euer Gerät riecht top geil. Sogar eventuell etwas nach Blümchen oder komplett neutral. Also es ist also nicht zu riechen, gar nichts. Das ist wie, wenn ihr eure Hand frisch gewaschen habt, aber ohne Geruch. Und dann nichts. Es ist einfach gar nichts am Start, ja? Und das erreicht ihr mit täglichem Waschen. Was passiert jetzt bei jemandem, der sich nur wäscht vor einem Date? Richtig, ihr stinkt danach so, als ob ihr euch nicht untenrum gewaschen habt. Der Gestank ist nämlich denn am Start. Ihr müsst dann wieder ein paar Tage waschen, damit der Gestank überhaupt weggeht. Das heißt, nur die regelmäßige Wäsche, die sorgt dafür, dass es untenrum nicht stinkt. Sich nur vom Date mal kurz untenrum frisch machen, funktioniert nicht. Ja? Und dann auch noch ein weiterer Pro-Tipp, und das muss man tatsächlich sagen, viele Männer wissen das nicht.
Man könnte wirklich denken, die sind einfach so gespawnt mit 20 oder mit 18. Plopp, ich war hier, ich habe keine Ahnung, was unten rum geht. Es ist Generation 2000 ist lost. Aber zur Beruhigung, es gibt tatsächlich auch jede Menge von den Leuten davor, die genauso verpeilt sind. Ihr müsst tatsächlich, wenn ihr Vorhaut habt, ihr müsst die zurückmachen. Ihr macht die zurück, machst da Sprudel mit Wasser, erstmal rein, ja. Nehmt ihr euch das Intimo, macht so lange, bis ihr Schaum am Start habt. Und dann geht ihr mit dem Schaum sanft unten ran, Digga. Und macht da vor und zurück, ja. Haltet die Haut vor und zurück und geht einfach so, die Rille dennoch so, noch so lang, so, ja, mit allem drum und dran. Das macht ihr jeden einzelnen Tag. Dann wieder Haut zurück, abbrausen, was weiß ich nicht, was ihr da macht und so weiter. Ne? Das macht ihr ein paar Mal gründlich und so und fertig ist, aber ohne zu rubbeln. Ne? Und noch sanft einmal so drüber gehen, einmalig jeweils, drunterrum. Und ihr dann merkt, das ist nicht mehr dieses Seifgefühl, es ist jetzt Sauberheit, ne? Ihr wisst, was ich meine. Dann wisst ihr, alles klar, es ist geil, es ist fresh, die Seife ist nicht mehr am Start. Fertig. Funktioniert. Vertraut mir, ich weiß schon, was ich rede. Nachdem ich das den Leuten allen erklärt habe, haben die auch nie wieder unten rum gestunken. Hammerhart. So, dann haben wir die Intimwäsche auch schon mal durch. Und wie man sich sonst so wäscht, schreibt euch das auf. So. Wir sind jetzt, wie ich gerade sehe, bei 57 Minuten. Wir werden mal diesen Stream hier kurz beenden und werden gleich einen neuen aufmachen und werden dann mal Politik-News uns reinzwiebeln. Und das ist doch bestimmt sehr interessant. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen in YouTube und auch in Twitch, wenn ihr die Aufzeichnung jetzt gleich seht. Hoffe, da war vieles Lehrreiches am Start. Ihr wisst jetzt, wie es mir geht, was ich erlebt habe in der Zeit. Ihr wisst jetzt, wie man sich gut untenrum reinigt, dies und das. Und das wird euch viele Dates retten. Das wird euch viele Dates retten. Vertraut mir. Macrame 7 Magic, Mystery Awesomeness und Brain Level over 9000. Übrigens, ne.